Herzlich willkommen hier im Winterresort Simulator Season 2. Hier zu einem kleinen Update für die Map Elders. Und zwar gibt es, wenn wir hier mal ein neues Spiel starten, in der Karriere, unter Skigebiet Pfälders Winter. Und es dann starten, dann hat sich einiges geändert auf der Map und das werden wir uns heute mal anschauen. Danach werde ich euch noch die alte Map zeigen, wie sie vorher ausgeschaut hat. Also bleibt es dran und ja, schauen wir mal, was die Entwickler gemacht haben. Wenn wir hier dann am Startpunkt angekommen sind, werden wir über das informiert, dass sie selber nicht gekauft sind noch. Die können wir entweder mieten oder kaufen, aber das interessiert uns jetzt einmal weniger. Wenn wir hier rauf schon, sind wir eigentlich auch nichts. Ich glaube, wir gehen einmal runter oder wir skippen. Ja, wir gehen einfach einmal rüber. Sind dann im Tal. Es ist 5 Uhr in der Früh. Wir werden die Zeit etwas nach vorne geben, dass es etwas heller wird. Nach suchen wir unsere Fahrbahnuntersatz. Schöne Lichtschalter. Und zwar wurde erneuert hier der Rampenlift. Der Gampenlift wurde erneuert. Den schauen wir uns jetzt mal an. Okay, auch der Zugang ist erneuert worden. Okay, das Schild ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Vielleicht wird das noch behoben. Wir haben einen einfachen Zustieg hier zum Ankerlift. Schauen wir mal, wie es von der Bedienung her ist. Okay, wir haben jetzt nicht mehr hier das Pult. Die Kamera haben wir noch, aber wir haben jetzt nur mehr hier die Funktion. Wir haben Servicebetrieb, wir haben hier die Funktionen wieder. Wir werden uns die jetzt einmal probeweise kaufen, beziehungsweise die haben wir eh schon gekauft, sehr gut. Also hier hätten wir jetzt den neuen Gampenlift. Wie schaut es mit der Absperrung aus? Okay. Wie schaut es oben aus? Da wird sich auch wahrscheinlich an der oberen Station was geändert haben. Ja. Genau, oben haben wir die Steuereinheit, die Zentrale, wo wir die Anlage ein- und ausschalten können. Vom Sound her. Ist sie eigentlich relativ gleich geblieben?
Ja, ein wichtiger Punkt wieder ist das Wetter. Das Wetter ist jetzt geändert worden. Es gibt jetzt auch wie in Wallnitz starken Schneefall. Also freue ich mich schon drauf. Ja, starker Schneefall, kaum Schneefall. Also das wurde auf jeden Fall überarbeitet, das Wettersystem. Ja. Dann schauen wir uns einen weiteren tollen Punkt an. Ich fahre jetzt einfach mal darüber. Und wenn wir hier jetzt rechts abbiegen. Und hier hinaufbauen. Gibt es eine wirklich großartige Veränderung? Und zwar, wenn wir hier rechts zufahren, sehen wir hier den Vierersessellift. Am Pistenplan ist eigentlich alles gleich geblieben. Aber wie schon angekündigt, ja, gibt es halt hier jetzt einen Vierersessellift. Der ist sogar in Betrieb, also der wäre in Betrieb. Wo sind denn da die Sessel da drin, oder? Wir kaufen dir mal spaßhalber. Wo haben wir die jetzt gekauft? Die Kajochbahn? Genau, wir haben jetzt hier nicht einen Vierersessellift und auch an der Bedienung drin hat sich das ein bisschen geändert. Im Gegensatz zum Achterlift. Wir haben hier hinten die Bedienelemente jetzt. Und auch hier den Touchscreen. Wo wir das jetzt alles steuern können. Wir können hier eigentlich können wir nur mal hier die Bahn ein- und ausschalten. Und ich würde mal sagen, wir machen mal so eine Probefahrt. Wir werden die Zeitskalierung etwas nach vorne geben und schauen wir mal, was sich so getan hat. An den Pisten wurde nichts geändert anscheinend. Und auch an der Rennpiste wurde hin nichts geändert. Wie man hier erkennt.
Nur halt eben die kleinere Liftstation im Gegensatz zum großen Lift. Und auch hier die Liftstation wird dementsprechend geändert. Und herin haben wir jetzt ja zwei Lichtschalter und sonst eigentlich alles gleich, wie es halt aus die Liftstation geändert wurde. Können weiterhin mit dem Schienen runterfahren. Wir können weiterhin uns hier irgendwie ja, an. Da drüben hat sich nichts geändert an der Aussichtsplattform. Die Hütten da oben, die waren die schon oder? Also die Hütte kommen wir da jetzt neu vor. Aber hier heroben angekommen haben wir noch immer dasselbe wie vorhin. Also hier der Lift A ist dasselbe geblieben, halt nur unten der andere Lift. Wurde geändert. Es wurden auch die Unfälle großteils abgeschafft von den Fahrzeugen. Und man kann weiterhin hier die Pisten runterrasen. Unten im Tal haben wir es jetzt neblig. Und oben ist halt die Sonne, also jetzt unten im Tal etwas nebliger als vorhin. Aber sonst, ja. Finde ich, ist alles beim selben geblieben. Hier der normale Lift, den kennen wir eh schon. Ja. Also vielleicht noch ein kurzer Einblick in das Update vom 27. September um 20:35 Uhr. Was geändert wurde, Autos, die verunfallten, wurden behoben. Rampenlift erneuert, haben uns ja soeben angeschaut. Soeben angeschaut haben wir noch, dass die Kajochbahn vom 8er Sessellift auf einen 4er Sessellift umgebaut wurde. Das Wetter wurde wurde geändert natürlich. Und noch ein paar kleine Details, wobei ich glaube, dass die Hütte da oben neu ist. Ich weiß nicht einmal, wie wir zur Hütte raufkommen. Gibt es einen Weg hinauf oder? Aber der Vierersessellift ist toll, also der schaut gut aus.
Und wenn wir jetzt hier die Siebener Piste runterfahren. Beim Kinderland hat sich eigentlich auch nichts geändert, oder? Nein. Mal oben an der Liftstation selber. Ich glaube auch, dass sich hier kaum was geändert hat. Da ist alles gleich geblieben. Okay. Das Wetter ist wirklich toll. Es hat viel, viel realitätsnaher nahe aus mit den Nebel in der Früh. Ja, und halt die Hütte da oben. Die kommen wir neu vor. Ja, also das war's. Eigentlich mit der Update-Vorstellung im Vergleich, wenn wir es rausgehen. Und ja, wenn wir kurz warten und jetzt ein gespeichertes Spiel starten. Ja, wenn dann die Map geladen hat, dann sehen wir leider, dass bei der alten Version alles beim gleichen geblieben ist, leider auch vom Wetter her leider auch nichts geändert. Also wenn man die Map in der neueren Version spielen möchte, dann muss man sich halt eine neue Map halt hocharbeiten. Also der Lift von früh ist auch noch da. Und wenn wir jetzt rauffahren, sehen wir auch noch, dass der 8. Lift um ist. Und das alte Stationsgebäude. Also greift das Update dann nur wirklich auf die Spielstände, die man dann neu anlegt anscheinend. Ich weiß nicht, ob das noch so behoben wird, dass auch die Spieler, die jetzt schon ein paar Wochen oder Monate an der Map arbeiten, beziehungsweise an der Map spielen, auch dieses Update kriegen. Oder ob das irgendwie nicht möglich ist. Also eigentlich wäre jetzt hier die Zufahrt und hier wäre der Lift, also... In der alten Version ist halt hier noch der 8er Lift. Ja. Also das wollte ich euch mal zeigen. Update und nicht Update, der Vergleich. Und natürlich alles Wissenswerte dazu in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Und damit ich mal sagen, ja, die Hütte. Die Hütte ist noch okay, die Hütte war schon da, sehr gut. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der Markus.